Der Oberamtsrat rechts, der Pressamtsfuzzi links. Sollen wir in die Kamera gucken? In die Kamera bitte gucken. Mhm. Erste Frage. Herr Baumann, Sie sind bekannt als Klassenstreber in Ihrer Schulzeit, wie man den Online-Quellen entnehmen darf. Was wissen Sie von der Schulzeit Ihres besten Freundes, dem Oberamtsrat? Oh, eine ganze Menge, weiß ich. Ich darf natürlich hier nicht alles verraten. Also ich kenne unter anderem auch Zeugnisse, die hatte Ella mir mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Aber Alfred hat das ja immer ganz geschickt gemacht. Also Alfred hat sich dann ja auch immer so dadurch laviert, möchte ich sagen. Und ja, das, was er jetzt heute auch macht, ne, mit so Bar auf Tatze und unterm Tisch hat er den Lehrer dann schon auch da dementsprechend. Ich hatte meist immer keine Zensuren, sondern eher ein B, ja. Vitamin B. Gut, wie muss ich mir Ihre Heimatstadt Nettel-Hassstättfeld vorstellen? Geben Sie doch mal einen Überblick für einen Dorstner, der jetzt noch gerne nach Nettel-Hassstättfeld kommen möchte. Ja, ich denke, da antwortet der Bauamtsleiter, weil er das ja auch alles zu verantworten hat. Ja, also man kann sich Nettel-Hassstättfeld vorstellen wie jede. Also im Prinzip ist Nettel-Hassstättfeld auch Dorsten und Dorsten ist Nettel-Hassstättfeld. Insofern müssen Sie sich gar nicht umstellen, denn das, was in Nettel-Hassstättfeld passiert, das passiert natürlich auch in Dorsten und überall in Deutschland. Und deswegen ist ja auch Bürokratie so ein wunderbares Feld. Also wir sind dankbar für die EU, die uns jetzt noch mehr Reglements auf den Weg gegeben hat. Wir müssen noch mehr regulieren, wir müssen noch mehr einschränken, wir müssen noch mehr verbieten, noch mehr Schilder. Es ist wunderbar, oder? Ja, Alfred ist ganz begeistert. Ja. Und ich kann euch nur sagen, Nettel-Hassstättfeld ist schon deswegen eine Reise wert, weil es ist die Stadt mit den meisten Warnhinweisschildern und das haben wir Alfred. Genau, und den meisten Sackgassen, ja. Weil ich ein Kegelliebhaber bin und so sind also alle Straßen einer Kegelbahn nachempfunden. Ist die Freundschaft zwischen Ihnen beiden, Herr Baumann und Herr Clausen, auch eine Sackgasse oder ist das beidseitig? Nein, das ist natürlich, also wir sind ja jetzt so lange schon im Team. Wir sind so lange schon ein Team. Team, genau. Ein Team. Genau. Und unsere Freundschaft ist im Prinzip wie eine Ehe. Eine Langzeitehe mit Funktionsgarantie. Ja. Ich glaube, das, was zwischen Mann und Frau nicht immer möglich ist, wir haben uns schon verkracht. Ja, haben wir, aber das Schöne ist, wenn er sich mal von mir trennt, dann wird es für mich nicht so teuer. 25 Jahre, Herr Baumann, die Frage geht jetzt an Sie. Wie haben Sie es die letzten 25 Jahre mit dem Herrn, der Sie tagtäglich am Telefon, sagen wir es mal ruhrpottlerisch direkt, doch mal ganz direkt anspricht? Ja, also ich muss schon sagen, das ist natürlich immer eine sehr selektive Wahrnehmung, die da passiert. Und Alfred hat schon auch gute Seiten. Ja, also ich möchte jetzt mal sagen, sagen wir mal 100%, und davon sind doch immerhin 3,5%, würde ich jetzt mal sagen, ganz in Ordnung. Ja, von daher, unsere Freundschaft steht auf echt stabilen Füßen. Ja. Auf Ellas Füßen. Als Journalist muss ich natürlich jetzt auch die Gegenseite hören, deswegen dürfen Sie jetzt natürlich kontern. Ja, Hans Werner gespannt. Besteht zu 97% aus Unvermögen. Und das ist natürlich die viel schlimmere Karte, möchte ich mal sagen, die Hans Werner da gezogen hat. Aber er ist ja trotzdem ein netter Kerl. Ja. Er wird niemals Karriere machen im Amt und trotzdem grinst er noch wie ein Honigkuchenpferd. Er hat keine Kohle und trotzdem grinst er noch wie ein Honigkuchenpferd. Ja, man kann nur sagen, ne, das Leben ist ein Ponyhof, lern endlich reiten, sage ich immer. Was nützt es, wenn du nur einen Esel hast? Ja. Wir sind jetzt auf dem realen Level. Okay. Sie haben es schon angesprochen auf der Bühne. Sie haben sich als Volontär fest kennengelernt. Sie sagen, Sie waren ja schon in der Ausbildung, Herr Bremser. Genau. Wie war das erste Kennenlernen? Können Sie sich da noch dran erinnern? Ja, da können wir uns noch gut dran erinnern. Wir nehmen einfach mal unsere Brillen ab und Hut und Brille. Dann sind wir Frank Bremser, Jens Lehrich. Genau, so sehen wir im Realleben aus. Nicht mit so ganz platt gedrückter Frisur wie von der Mütze hier. Wir haben uns kennengelernt in Kiel bei Radio Schleswig-Holstein. Der erste Tag, der ist mir noch sehr präsent. Jens kam in die Redaktion, von Mutti angezogen. So war es damals noch. Da hatte Jens so ein Bärchenpulli an. Ja, Hasenpulli wäre besser gewesen. So ein Anorak. Und die erste Frage, die er mir am ersten Tag unseres Kennenlernens gestellt hat, war, wollen wir nicht zusammenziehen?
Da war ich auch etwas zögerlich, weil ich dachte, das Zusammenziehen sollte auch sozusagen... Nein, er hat das völlig falsch verstanden. Ja. Also wir beide sind verheiratet mittlerweile, haben Frauen, ganz viele Kinder, Frank 6, ich 3. Und von daher, es ging einfach nur darum, ich hatte keine Wohnung, Frank hatte keine Wohnung, das hatte ich vom Chefredakteur erfahren. Und so habe ich ihn einfach ganz direkt angesprochen. Wir haben dann tatsächlich eine Wohngemeinschaft in der Nähe von Kiel gegründet. Wie lange hat die gehalten? Oh, die hat ganz schön lang gehalten. Ja, bis oder? Die Frauen kamen. Ja, ne? Da wurde es dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber wir, wie drei gesagt, Jahre waren das doch locker. Ja, drei Jahre haben wir durchgehalten, ja. Ich kann es jetzt nicht mal auf den Tag genau sagen, aber so um den Dreh herum. Woher kommt diese Kreativität? Weil jeden Tag eine neue Folge, da muss ja auch jede Menge Kreativität dabei sein. Das ist schön, dass die Bewunderung mal von jemandem kommt, weil in unserem familiären Umfeld ist manches Mal schon so routiniert geworden, dass man sich darüber nicht so viel Gedanken macht. Aber es ist wirklich, es ist keine Belastung, aber es ist natürlich ein stetiger Druck, den man hat. Und Kreativität entsteht nicht aus Schreibtischarbeit und entsteht nicht, indem man sich hinsetzt und denkt, jetzt wird man kreativ, sondern Kreativität entsteht ja aus Situationen. Man muss unter Menschen, man muss in die Stadt gehen, irgendwo einen Kaffee trinken. Wir setzen uns dann manchmal in Hamburg, da wo Jens zu Hause ist, mal in eine Fußgängerzone. Oder in Kiel bei dir, genau, ja. Und trinken da unser Käffchen und dann kommen die Ideen. Und so müssen wir oder machen wir jeden Tag eine neue Folge fürs Radio und das ist natürlich anspruchsvoll, also, aber es macht uns riesig Spaß und wenn man dann so ein Feedback hat wie hier in Dorsten, also in Wulfendorsten, sag mal, Dorsten, ich wollte schon die ganze Zeit. Ja, die wollten schon als Korrektiv eingreifen. Ja, aber das hat eine andere Geschichte. Genau, aber es ist dann schön, wenn man dann seine Hörer auch mal live sieht. Ja. Und das motiviert einen auch für neue Folgen. Ja, und die Inspiration ist so, also ich bin mal davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Talent hat. Und wir haben wirklich irgendwie auch das große Glück gehabt, dass wir durch unseren Beruf dieses Talent fördern konnten. Also ich glaube, der eine ist ein guter Sänger, der andere ein guter Musiker. Wir können uns irgendwie lustige Geschichten ausdenken. Und da kann man auch wirklich nur die Menschen zu ermuntern, zu gucken, was sind eigentlich ihre Talente und das auch mal auszuprobieren. Also Kreativität ist aber was, und das ist tatsächlich so, das passiert bei uns ganz doll unter Druck. Also je größer der Druck, umso besser. Das ist eigentlich genau das krasse Gegenteil zu unserer Figur als Beamte. Da können wir mit Druck ja gar nicht umgehen. Wie würden Sie den Abend in drei Sätzen beschreiben? Als letzte Frage. In drei Sätzen diesen Abend? Heute Abend. Ja, großartig, authentisch und das Käffchen hat sensationell geschmeckt.